Schokoladenkeks. Schokoladenkekse stillen den Hunger ein wenig. Diese Texte hier sind so super, weil das ist im Grunde für jedes zweite Item der gleiche Text. Schützt für lange Zeit vor Schläflichkeit und vertreibt Müdigkeit. The body was found in the Greenvale Forest Park. That's west from here and too far to walk. A forest park? It's the pride of the town. It has a beautiful trail leading to a viewing site over Velvet Falls. That does sound fantastic. Show me the sights. That may have to wait. We promised to be there by 1800 to interview the first witnesses to the crime scene. Ach ja, am Anfang ist der Terminplan echt vollgestopft, ey. Annas Leiche wurde von zwei Jungs, 6 Jahre alte Zwillinge, gefunden. Gehen Sie bitte behutsam mit ihnen um, Agent York. Brechen Sie zum Forest Park auf. Sie haben das Kommando. Super, der gibt mir Befehle und sagt, oh, Sie haben das Kommando. Tun Sie das und das, aber Sie haben das Kommando. Aber keine Widerrede. Agent Morgan, if I could just give you a friendly warning. Are you really upset about me taking over the case? I have the authority approved by the FBI to assume command. I understand you don't like it, but you will follow my orders. I'm not disputing FBI authority, but this is our town. You won't get far alone, and you gain nothing by antagonizing me. It's part of my personality. I just do things my way. I can take you off the case if you wish. Stop it, you two. We need to solve this case, not bicker among ourselves. Dieses Lachen immer, dieses Grinsen ist so creepy. So, lass uns mal auf die Karte schauen, wie zur Hölle wir da hinkommen. Was? Karte, hier. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt hat es das Spiel geschafft, jetzt bin ich echt verwirrt. Wo sind wir? Wo bin ich? Was ist das da? Harry Stewart, aha. Forest Park von Greenville. Triff dich mit den Zeugen, die den Tatort fanden. Sie sind im Forest Park von 10 bis 18 Uhr. Wo ist der Forest Park? Wo bin ich? Ach, wisst ihr was? Wir finden schon hin. Schauen wir mal. Also. Sollten wir nicht schon langsam tanken? Liebe Polizeikollegen. Anna's body was discovered by the woodsman Jim Green, along with his 2 grandchildren, Isaac and Isaiah. What were they doing in the forest? Just their daily routine. They found Anna's body during a morning walk. So you've talked to them already? Not officially. Not yet. Not yet? Are you out of your mind? You haven't interviewed them yet? Agent York, that tone is hardly appropriate. We were given orders to wait for you to arrive. Orders by who? A man called Abrams from the FBI. Robert, is it? Good old Bob Abrams. I did tell him to stay out of it. It's always tough to have a meddling boss, huh, Zach? I thought you knew, Agent Morgan. Don't worry about it. We may not have taken official statements, but we got all the information we need. I can fill you in right now if you'd like. Thanks, George, but that won't be necessary. I want to hear the details from the witnesses themselves, firsthand. I just can't believe that the children had to witness the crime scene. They may be traumatized. You'd better do this carefully. Don't tell me you get nervous talking to children, Emily. Not at all. That's not what I meant. Then what did you mean? Ugh, just forget it. Ich hoffe, das ist eine Abkürzung. Ich habe keine Ahnung. Aber hey, wir haben ziemlich viel Geld verdient, indem wir da durchgefahren sind. Also, cool. Das Spiel nimmt uns bald von der Leine. Also momentan könnten wir auch schon andere Sachen machen, glaube ich, aber noch nicht wirklich. Aber wenn uns das Spiel ein bisschen von der Leine nimmt, können wir uns hier nämlich auch mal ein bisschen umsehen. Die verschiedenen Läden besuchen, shoppen, angeln, Kaffee trinken, essen gehen, Rennen fahren und Sidequests für überaus seltsame Charaktere teilweise machen. Und Karten sammeln, weil warum nicht?
Mist, müsste jetzt schlafen, aber kann mich nicht losreißen. Bleib doch noch bis zum Ende. Es ist eh nur noch 20 Minuten, dann ist eh Schluss für heute. Am Donnerstag geht's dann weiter schon. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, wenn ich hier abbiege, fahren wir falsch. Ich glaube, ich muss da lang. Die Zeugen befragen wir jetzt hoffentlich noch. Aber dann ist eh schon Schluss. Nehmen wir jetzt mal die Straße auf gut Glück. Oh, das sieht nicht richtig aus. Nee, lieber doch nicht. Lieber doch nicht. Hat mich das jetzt erschrocken, aber gut. Das ist nur die Glocke. Hören wir mal hier entlang. Ich hoffe, es kommt kein Zug. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Hoffentlich. Eine Game Boy Advance Bibliothek für Nintendo Online. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Mir wäre natürlich N64 lieber, aber das habe ich von Anfang an für unrealistisch gehalten, dass Nintendo die Spiele da in so einem... Oh! Was? Ich schätze mal, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Weil die N64-Spiele in den Klassik-Konsolen bisher immer noch relativ teuer verkauft haben. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die quasi verscherbeln. Die sollten wirklich dieses Streaming-Portal von den klassischen Spielen mehr nutzen, finde ich. Hey, ich glaube, wir haben uns irgendwie voll verlaufen oder so. Die Karte ist absolut nutzlos. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Nicht cool. So ein Scheiß. Ja, dann fahren wir da mal wieder zurück, befürchte ich. Da kann ich auch nicht drüber fahren, oder? Nee. Aber es sieht so aus, als müssten wir in die Richtung, oder? Wie spät ist es denn jetzt? 11. Naja gut, wir haben noch. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit hier. Das ist komisch. Aber das ist ja sehr oft so, dass die Übersetzungen irgendwie teilweise... Also gerade, wenn man sowas hat wie englische Sprachausgabe oder deutsche Untertitel, und ich schätze mal, dass das Spiel im Original japanisch ist. Ich bin mir nicht sicher. Könnte auch sein, dass das schon im Original Englisch ist. Das ist ja durchaus auch nicht unüblich bei solchen Spielen, auch wenn sie aus Japan kommen. Keine Ahnung. Aber wenn das aus Japan kommt, dann... Ne? Dann ist es ja wahrscheinlich, haben das die Deutschen und die Englischen separat voneinander übersetzt und dann entstehen komische Sachen oft. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, ich fahre einen totalen Blödsinn zusammen. Shit, hier kommt man nicht weiter. Agent Morgan, how much longer do you want to keep Felix, talking? Felix, danke für die Bits. Maybe we should cut the chit-chat and go get our official statements. George is right. Let's head over to the Forest Park. Ich versuch's, Leute. Ich versuch's, zum Forest Park zu kommen. Aber das ist nicht so leicht mit euren unsichtbaren Wänden mitten auf der Brücke, die ihr hier in eurer Kleinstadt habt. Also, jetzt nochmal. Irgendwo da muss unser Zielpunkt sein. Aha, jetzt wird er angezeigt. Boah, ist das weit weg. Okay, warte mal, hier so eine Serpentinenwaldstraße. Hier, ich guck, wenn ich durch den Tunnel fahren könnte, aber da war eine unsichtbare Wand hier bei der Brücke. Das wäre schon gegangen, geht aber nicht. Also nehmen wir jetzt die zweite links. Dann? Oder? Okay, das geht. Mann ey, also, jetzt muss ich mir das kurz merken. Jetzt passt mal auf. Kurz einspeichern. Wir sind hier. Ich fahre jetzt hier entlang, nimm dann die zweite links, geradeaus weiter und dann die nächste gleich wieder links. Und dann wieder links. Okay, das kriegen wir hin. Also, da vorne jetzt die zweite links, die nächste wieder links und dann wieder links. Wenn ich das Auto wieder unter Kontrolle kriege, dann können wir das vielleicht auch machen.
Warum darf ich denn nicht durch den Tunnel fahren? Warum ist denn da eine unsichtbare Wand? Das ist ja komisch irgendwie, aber gut. Vielleicht muss ich den erst freischalten quasi. Das könnte mir das Spiel auch irgendwie anders mitteilen. Entschuldigung. Mann, habe ich viel Benzin verbraucht. Wir müssen echt tanken schon langsam. Nur noch 38% Benzin. Das Auto ist auch schon zu einem Viertel kaputt, fast. Naja. Die Pobble Bridge. So, jetzt hier lang? Ja, na also, das sieht gut aus. Kommen wir der Sache schon näher, hoffe ich. Es gibt übrigens auch ganz viele neue Autos, die man freischalten kann. Und alle steuern sich gleich schlimm. Beziehungsweise werden die später so schnell, dass man sie sowieso nicht mehr steuern kann. Gleichzeitig gibt es aber so Rennmissionen und bringe NPCs schnell von A nach B Missionen. Es ist furchtbar. Ah, hier seht ihr Schrottplatz. Genau, da ist auch unser Auto. Ich glaube, wir müssen gewisse Bedingungen erfüllen, dann kriegen wir unser Auto vom Intro wieder, das super awesome ist. Fahre ich jetzt noch richtig? Ich glaube schon, das war jetzt die zweite Linksabbiegung, ne? Ich glaube schon. Okay, alles gut. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Agent Morgan, how much longer do you want to keep talking? Maybe we should cut the chit-chat and go get our official statements. George is right. Let's head over to the forest park. Ich bin ja schon auf dem Weg. Meine Güte. Man wird sich doch wohl noch ein bisschen verfahren dürfen. Also echt. Wir haben echt keine Geduld. Die Steuerung, ey, die Steuerung. Guck, hätten wir doch den Tunnel fahren können, wären wir hier rausgekommen. Wären wir 0, nix da gewesen. Aber so. So, ich hoffe, die Abzweigung, die ich gerade nehme, ist richtig. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber wenn, sind wir jetzt gleich da. Und gerade noch, ey. Gerade noch führt uns unser Benzin dahin. Wenn, also hoffentlich. Sonst müssen wir die letzten paar Meter noch zu Fuß latschen. Und ich hoffe, dass ich dann die Mission überhaupt starten kann. Sonst muss ich noch irgendwie einen Benzinkanister holen oder so und nachtanken, mitten in der Prärie. Das wäre echt super lästig. Oh mein Gott, ich hoffe, ich fahre richtig. Agent Morgan. How much longer do you want to keep talking? Maybe we should cut the chit-chat and go get our official statements. George is right. Let's head over to the forest park. Wo fahre ich denn hin? Wie sieht es denn für euch aus? Oh Gott, fahre ich etwa falsch? Wollen die mir damit sagen, dass ich falsch fahre? Nee, ich glaube nicht. Das sah schon auf der Karte so aus. Ja, wir sind gleich da. Gleich haben wir es geschafft. Ja, ich weiß schon, unser Benzin geht gleich aus. Aber wir sind gerade noch da. Puh, Glück gehabt. Is this government land? No, it's private. Owned by Harry. This whole area? That's right. I'm sure I mentioned that he owns pretty much the whole town. He used the money left by his father to buy up most of the town. Many town residents live on his land. Zack, did you hear that? This entire park. A rich man's personal playground. These country rich folk are amazing. It all looks very well kept, too. Okay. Ein ganzer Wald, privates Grundstück. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York.
It's what everyone calls me. And you are Jim Green? That I am, son. I keep these woods. Well, you're doing a fine job. Well, I used to be a tree surgeon. And these two discovered the body? Yes, my grandchildren, Isaac and Isaiah. Zach, you see that? Twins. Just like in my dream. We gotta keep an eye on these two. I'm sorry. Could we talk away from the boys? I want to help your investigation, but I don't want them to hear this. Very well. Emily, please. I'll just take them over there, then. Thank you. Hold on. Don't do anything without asking me. These children were the first to witness the crime scene. I want to talk to them. Come on. They're just kids. They have no idea what really happened to Anna. That doesn't matter. You agree with me, right, Zach? How heartless. Do you ever think of other people's feelings, ever? Emily's right. That's stone cold, even for the sake of investigation. Children see things in pure, simple terms. They may have seen something we adults would never spot, and they are here at our request as well. We could at least chat with them and see if they want to make a statement. Are you serious? I never joke about matters like this. Oh my God. Don't worry. They aren't as fragile as you think. Look at them, standing so upright there. Okay. Now then, Isaac, Isaiah, tell me, what did you find here? Anna, she was so pretty. She had a red dress on. Her hair was shining. Bright gold hair. There were lots of animals around her. Squirrel, weasel, and a snake. A real snake. We didn't know until then. But we know now. Anna was the fairy of the forest. She was a goddess. She smiled when she saw us. She looked so happy. That's right, Isaac. Isaiah, she was a fairy. A goddess. I'm sure she is playing with those animals even now. Of course she is. Yeah, of course. Most useful information, boys. Well, Emily, you can take them now. Okay, Zach. This is where Anna's body was. And that means our unsub. Our unknown subject was here, too. So, what happened here? Profilerstellung starten. Kein Raucheffekt, ne? Konnte sich Zach, something is still missing. We need more clues. Zach, schau, der Abdruck im Gras. Wir haben einen Hinweis gefunden. Zwei umgeknickte Gräser. Was? Okay, nehmen wir das. Zwei umgeknickte Gräser. Ich gebe mir echt Mühe, aber ich höre da kein Anna, wo der Untertitel steht. Naja, okay.
Da gehen wir anscheinend nicht hin. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich ihren Zaun zerdeppere. Ist für einen guten Zweck. Wartet mal kurz. Ich muss, glaube ich, mit der Pistole auf die Fässer schießen. Das ist leichter. Irgendwie nicht so lange. Oh, shit. Ich war ein bisschen nah dran. Ich habe es befürchtet. Aber ist schon okay. Ist mein Kratzer. Eine Dose mit einem gemachten, die ganz schön ruckelt. Warum ruckelt die so? Okay. Nehmen wir trotzdem mit. Ist das ein anderer Hinweis hier hinten, dass das Band kaputt ist? Ich glaube schon, oder? Bild einer Weste mit Löchern. Hä? Wo kommt denn die jetzt her? Also lag das da, oder wie? Ein Bild einer Weste mit Löchern. Hä? Mal schauen, ob das hier irgendeinen Sinn macht. Also, es stand jemand vor dem Baum. Ja, check. Das wissen wir wegen dem Fußabdrücken. Und das ist die... Irgendwas? Hä? Verstehe ich nicht. Aber ist ja egal. Was haben wir denn hier noch? Hier kann man schlafen in der Hütte, wenn man will. Okay, warum nicht? Hier soll es angeblich irgendwo eine Sammelkarte geben. Ah, da oben im Baum, im Vogelnest, muss ich das runterschießen. Da sind schon keine Eier drin. Oh Gott, das ist aber geflogen, das Vogelnest. Okay. Anna Graham, unser Mordopfer. Oder sollte ich sagen, erstes Mordopfer. Okay. George, ich brauche einen Hinweis. Ich finde nichts mehr. As you requested, we have permission to stay and look around as needed. But what are you planning on doing? To examine the scene, of course. Basic crime investigation 101. We might uncover some further evidence. Our men have covered this already. I seriously doubt that there is anything else to find. Well, then you and Emily can wait in the car, if that's the case. But I'll take my time here. Okay, jetzt habe ich zwei Probleme hier mit der Aussage. Erstens, wenn seine Leute das schon untersucht haben, warum haben sie das Foto da hinten nicht gefunden bei dem zerrissenen Absperrband? Und zweitens, könnten die Fußabdrücke dann auch von einem der Polizisten sein, die hier ermittelt haben? Doof. Ich weiß nicht, was soll ich hier noch bitte ermitteln? Na, 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 na. Moment mal, warum liegt denn hier noch was? Noch eine Dose eingemachte Gurken. Hm, okay. Ah, hier ist noch ein Zaun, den habe ich noch nicht kaputt gemacht. Na, vielleicht ist hier noch der Hinweis, den wir suchen. Schauen wir mal. Einfach mal ordentlich draufhauen. Das hat bis jetzt noch jedes Problem gelöst. Doppelkill. Yeah. Zwei Zäune auf einmal. Hier ist absolut gar nichts. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit nix. Nicht schlecht. Well played, Spiel. Well played. Hey, ich weiß wirklich nicht, wo wir noch einen Hinweis finden sollen. Und das Leiche hing an diesem Baum. Wieso hängt der Mörder Leichen am Bäumen? Das ist die Frage. Muss ich in dem Haus schlafen? Es gibt angeblich noch zwei Hinweise. Hä? Wir sind eigentlich überhaupt nicht müde. Aber ich schlaf mal 3 Stunden, vielleicht hilft's. Aha! Gut, dass wir geschlafen haben. Guck, da sieht man die Dinge aus einer anderen Perspektive, wenn man ausgeschlafen ist. Die Karte war nicht das Einzige, was wir in Vogelnestern finden können, sondern auch... Stück eines hochhackigen Schuhs. Hat da einfach ein Vogel sein Nest mit einem hochhackigen Schuh gebaut? Ich mache jetzt mal kein Profiling, weil das haben wir jetzt schon zweimal gesehen.
Wir sehen dann am Schluss eh nochmal das ganze Bild. Jetzt muss ich mir mal die anderen Bäume und so nochmal genauer ansehen, denke ich. Nicht, dass ich... Aha, und noch ein Vogelnest. Die Vögel hier, die wollen was vertuschen. Die stecken mit dem Mörder unter einer Decke. Oder sie sind der Mörder. Und jetzt muss ich da hoch. Aha. Das erklärt auch, warum die Leiche in einem Baum war. Weil das einfach der natürliche Lebensraum der Vögel ist. Wir haben sie aufgepickt und dahin geflogen. Das macht alles Sinn. Rache. Die Vögel. Okay. Holzspan. Mit rostigem Metallstaub. Ich hoffe, jetzt können wir dann speichern. I haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here, Agent Morgan? I see what happened here. He hung her from the tree and put on her shoes. He was really enjoying it. Red vielleicht noch ein bisschen leiser. Ich kann dich gerade noch so hören. Disgusting. George, you certainly have a vivid imagination. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer. That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office. Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zach, what was he doing in front of Anna? Vielleicht hat er gebetet, dass es wirklich eine Göttin ist, so wie es die Kinder auch gesagt haben. Profilerstellung. Starten. Also der Mörder hat Sägespäne verloren. Hat vor dem Baum gekniet und gebetet oder so. Aber es war nicht Anna, die den Knöchelschuh verloren hat, den Stöckelschuh. Now war jemand anders. He was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The unsung, or unknown subject, offered prayers to Anna's mother. Its big mouth, tongue, massive body. Once dead, Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away then. That settles it then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too.
How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark, then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. The old lumber mill. Das alte Sägewerk. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? So, ich hoffe, wir finden jetzt ein Telefon zum Speichern. Weil dann machen wir relativ pünktlich noch Schluss für heute. Ich weiß nämlich nicht, ob das nach den Kapiteln automatisch speichert. Bin mir da nicht sicher. Hoffen wir mal. Dann können wir am Donnerstag ins alte Sägewerk. Da wird's nochmal creepy. Und ich glaube, dann sind wir so ein bisschen in die Open World entlassen. Aber jetzt müssen wir noch kurz warten. Pretty far from here. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way, and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. Okay. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's MO, modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. Okay. Oh, wir haben unendlich viel Benzin aus irgendeinem Grund bekommen. Das ist cool. So, jetzt wartet mal. Ich würde gern aussteigen. Ich kann nicht aussteigen. Ach, kommt schon. Wollt ihr mich verarschen? Ah, dann müssen wir wohl noch ein bisschen weiterspielen, Leute. Das hilft nichts. Ich hätte jetzt hier speichern können, aber es geht nicht. Das ist jetzt ein besonderer Storypunkt anscheinend. When I first joined the force, this lumber mill was still in full swing. It closed up right when I first moved here. And now it's totally abandoned. I presume so. I've never really been inside, so I don't know for sure, but it sure is run down. Deserted buildings are perfect for criminal hideouts and activities. I keep telling Harry to have the place torn down. Probably a little late for that. After all, it's already been used as the site of Anna's murder. We don't know that for sure yet, Agent Morgan. But that's right, from your point of view. But the perpetrator selected the lumber. Agent York, you seem very confident about this. Confident? No. Confidence is a sweet spot between being rude and hopeless. I'm just drawing natural conclusions from the facts that we've seen. That sounds exactly like being full of confidence, at least to me. And to normal people with common sense. Common sense can be the opposite of fact sometimes. Bear that in mind. Oh, I will, Agent York. Thank you for another pearl of wisdom. Either way, we'll know for sure by simply going to the lumber mill. So keep your pearls of wisdom to yourself, and let's hurry. Well said, George. Can you step on it, Agent York? Ich versuch's ja. Dauernd werde ich ja angepöbelt, dass ich schneller fahren soll. Mensch. Was ist denn das? Ach, da könnte man ein Blümchen pflücken. Ich darf hier leider nicht aussteigen.
Ah, aber das Sägewerk ist gar nicht so weit weg. Es ist gleich da. Wenn wir Glück haben und uns nicht total verfahren, müsste das gleich da vorne sein. Ich hoffe, jetzt kommt irgendwann eine Abzweigung in die Richtung. Ja gut. Ah, ich glaube, die Straße führt sogar genau nur zum Sägewerk. Da hatte ich das Glück, dass ich die genommen habe. Das hätte auch ganz furchtbar schief gehen können. Düdüt. Ah, oh, Mist. Wer macht denn bitte die Schranke auf? Ist die vollautomatisch? Funktioniert die noch in diesem uralten Sägewerk? Scheinbar. Okay. Oder sitzt da immer noch seit 80 Jahren in dem geschlossenen Sägewerkhäuschen, Sicherheitshäuschen, so ein alter Beamter, der wartet, bis er die Schranke öffnen kann? Vielleicht. Let's go and find out if your facts can be trusted. You're full of confidence, right? Zach, we're here. Let's continue our chat later. I'm going in alone. You two stay here. I can't concentrate on profiling with other people around me. Now hold on a minute. We're investigating this case together. Listen, I can't risk the crime scene being compromised by you two. What are you saying? You're not the only professional law enforcement officer here, Agent Morgan. We know how to secure a crime scene. I'm sorry. That was rude of me. But this is how I... Furthermore... Yes? Furthermore what? To me, the outsider FBI agent, every citizen of this town is a suspect. You two could be in on this whole thing for all. I have to keep suspects out of the crime scene. How can you say such a thing? Die beiden sind für Polizisten teilweise sehr irrational. Left him behind and come here by ourselves. You're right. I've never been so insulted. Sorry, but I'm just doing my job. Ist das nicht logisch, dass auch die beiden theoretisch die Täter sein könnten, so wie jeder andere in der Stadt aus seiner Sicht? Sie ganz klar. Die sind nicht sehr professionell, finde ich, die zwei. Dass die sich da persönlich angegriffen fühlen. Hear that, Zach? If they're pros, then we should let every first-person shooter gamer out there join the SWAT team. Zach, they're here. Das sieht ehrlich gesagt eher wie eine Mine aus, oder? Und weniger wie ein Sägewerk. Aber gut. Schauen wir mal, wo wir das nächste Telefon finden. Ich möchte doch einfach nur speichern. It's super creepy. Komm schon. Ich glaube, ich bin zu weit weg. So viel Reichweite hat die Pistole nicht. Na, jetzt aber. Amazing. Great. Okay. Jetzt wäre ich relativ schnell durch, weil ich würde jetzt wirklich gern aufhören. Aber gleichzeitig will ich natürlich keinen Loot liegen lassen, ne? Da bin ich gerade im Konflikt. Was geht vor? Alles looten oder pünktlich aufhören? Natürlich alles looten. Ist eh ganz klar. Hey, ist vielleicht eh nicht schlecht. Wenn ich nächste Woche wirklich keine Streams mache, dann haben wir heute wenigstens ein bisschen Bonuszeit. Machen wir Donnerstag auch noch ein bisschen Bonuszeit und dann passt er auch wieder. So ungefähr zumindest. Bandage.
Liebes Spiel, gib mir doch ein Telefon. Das wäre wirklich schön von dir. Der Axtmörder. Damn it. Der Raincoat Killer ist entkommen. Da war. Ich will wirklich nicht aufhören, bevor wir an dem Telefon waren, weil ich traue dem Autosave-Feature in dem Spiel null. Bevor ich nicht selber gespeichert habe, glaube ich gar nichts. Just as I thought, Zack. This is where Anna was killed. Das Gepfeife ist jetzt ein Ohrwurm. Ja, das geht, glaube ich, jedem so. Das ist ganz normal. Das war mal ein langes Profil hier. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Okay, dann untersuchen wir mal den möglichen Tatort. Den wahrscheinlichen Tatort hier. Ah, Maschinenpistole. Gut, dass ich die ganze Munition dafür in der Kiste habe, ne? Ah, wir haben 180 Schuss. Okay, cool. Zack, it's almost like an altar. Was the murder some kind of ritual? Na, wenn da mal nicht gleich Monster aus dem Boden kommen. Aus dem Schimmel hier oder was auch immer das ist, das Schwarze. Na, bis jetzt noch nicht, zumindest. Stahlrohre brauche ich nicht. Genau, wir brauchen einen Schlüssel, okay. Können wir hier hochklettern? Ja, können wir. Naja. Irgendwann wird uns das Spiel schon wieder einen Speicherpunkt gewähren. Hey, ich glaube, wir haben Glück, Leute. Oh, 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 okay. Ominös. Warum funktioniert das Telefon überhaupt noch? Du hast mich angerufen, du müsstest genau wissen, wo ich bin. Umgedrehtes Peace-Zeichen. Das Zeichen des Raincoat-Killers. Sollte man übersetzt mal Peace-Zeichen wirklich, also Friedenszeichen? Kennt man das nicht eher als Peace-Zeichen wirklich? Aber gut. Es ist auch ein Friedenszeichen, warum nicht? Komm her. Ich überspringe das mal. Das schauen wir uns dann an, wenn wir alle Hinweise haben. Ja, das dauert ziemlich lang dafür, dass es so... Hey, rasieren könnten wir uns hier drin auch, warum nicht? So. Na also, bam, gespeichert. Ich speichere lieber nochmal.
Doppelt hält besser. So. Jetzt aber. Geschafft, Leute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Danke für die vielen Spenden. Danke für die vielen Bits. Und Donnerstag geht's weiter mit Deadly Premonition Origins. Wenn wir das Sägewerk hinter uns haben, öffnet sich uns eine ganz neue Welt. Ich bin gespannt. Ich habe das noch cool in Erinnerung alles. Mal schauen, wie es dann wirklich ist. Also cool ist es bestimmt, aber ob es wirklich so vielfältige Aktivitäten gibt, wie ich das in Erinnerung habe, bin ich gespannt. So, gute Nacht, Leute. Macht's gut. Ciao, schlaft gut. Und träumt nicht vom Raincoat Killer. Ciao.